Servus, ihr beiden. Servus. Alles klar? So, schön, dass ihr da seid. Freut mich. Ihr kennt uns ja schon, ja, vor allem du, Marco, warst ja schon des Öfteren hier. Jetzt seid ihr bestimmt gespannt, was heute auf euch zukommt. Wir werden es heute mal so machen, Marco, du darfst heute mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Oh, sehr cool. Das heißt, du darfst dahin, wo normalerweise unsere Mitglieder ja nicht hinkommen. Fabian, du darfst einfach, so wie es unsere Kunden hier gewohnt sind, einen coolen Tag verbringen, einfach mal ein bisschen das Studio auf Herz und Nieren testen. Perfekt, freuen wir uns drauf. Jetzt. Super, wunderbar, ihr zwei. Super. Servus Jungs. Servus. Hi. Servus. Hi. Alles klar? Hi. Ja, passt. Wir wollten uns heute mal ein bisschen umschauen, auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Gerne. Jetzt interessiert mich auch mal, wie ist denn das eigentlich so als Trainer? Hast du da nur dein Personal Coaching, so wie man es sich vorstellt, an dem Kunden? Oder was steckt denn da alles noch so dahinter? Also einerseits gehört viel dazu Personal Training, dass ich Leute 1:1 betreue. Aber es ist ganz vielschichtig. Ne? Ich gebe Kurse, Reha-Kurse, Gruppenfitnesskurse, die man so kennt. Ich mache ganz vieles. Es gibt hier Testungen, wo man dein Körperfett messen kann, deine Kraft messen kann. Und dementsprechend gebe ich dann auch ganz gerne so ein paar Tipps, mache einen Trainingsplan. Und natürlich Verwaltung gehört auch noch ein bisschen dazu. Wenn du jetzt gerade so sagst, Fettmessung, das wäre ja eigentlich schon eine witzige Idee, wenn man schleust, dass du es sehen kann. Lohnt sich das bei euch überhaupt? Ah, ich weiß nicht, ich glaube, im Urlaub hat er ein bisschen zugelegt. Weißt du, das könnte man vielleicht mal testen. Ja, musst du da draufsetzen, dann werden so Impulse durch seinen Körper gejagt. Und dann gibt einfach Muskeln und Fett gibt einen anderen Widerstand. Und dementsprechend weiß das Gerät, wie viel Körperfett du hast, wie viel Muskelmasse du hast, wie viel Wasser du hast. Und danach kann man einfach super planen. Ne? Bist du nervös? Werden wir sehen, gell? Gut. Jetzt können wir starten. Soll ich hier den Kron schon gerne? Nee, warte zu warten. Das Gute ist, das Gerät erklärt alles. Da muss ich gar nichts tun. Das ist ja cool. Gerichten. Sonne ist abgeschlossen. Sehr gut. Vermeiden Sie den Kontakt zwischen den Armen und der Seite Ihres Körpers. Perfekt. Genießt die Musik gleich ein bisschen. Ja, ich finde es sowieso immer super, wenn du so einen gewissen Wert hast. Wir testen ja auch manche Sachen, Sprungkraft und solche Sachen. Ja. Und deswegen liebe ich es dann immer. Ich habe einen Wert und dann kann ich zum Trainer sagen, okay, Coach, gib mir ein paar Übungen und dann schauen wir vielleicht in 5, 6 Wochen nochmal, habe ich mich verbessert oder nicht. Deswegen und das schwarz auf weiß dann. Genau, ja, genau, ja. Zahlenfreund, ich bin immer auch so ein Freund, man kann da immer wissenschaftlich sehr tief gehen. Ja. Immer mal die Kirche im Dorf lassen, aber an sich so ein paar Werte zu haben, ist einfach super. Ja. Fabian, jetzt haben wir dein Ergebnis hier von der Körperfettanalyse. Voll gut. Wir sehen dann, wie viel Muskelmasse deine einzelnen Extremitäten haben. Ne? Bis Rechtsfüßer, Linksfüßer kann man hier raussuchen. Was gibt's denn hier noch so eigentlich alles, wenn wir jetzt schon in dem Bereich eigentlich so sind? Was hat man da noch? Ja, was euch ein bisschen bekannt vorkommen sollte, wäre diese Laktattestung hier. Oh. Habt ihr das schon mal gemacht? Ja, das hat man vor ein paar Mal. Ich glaube, da gehen wir jetzt dann gleich wieder, oder? Das, ja. Also, ja, nicht so ausdauernd, ne? Wir haben doch gesagt, wir wollten noch anders drehen. Tschüss! Ciao, Jungs. So, jetzt schauen wir mal, was die Diana an der Rezeption macht. Hi, Marco. Hi. Alles klar? Ja, passt. Schön, selbst? Dass du heute bei uns bist. Freut mich, dass ich da sein darf. Jetzt schauen wir mal. Wir machen hier Shakes verschiedene Sorten. Wir brauchen einmal unsere verschiedene Milchsorten, habe ich schon gesehen. Einmal mit normaler 1,5er Haarmilch, einmal mit Hafer, Soja oder mit laktosefreier Milch. Jeder Shake kannst du auch mit Wasser machen oder mit halb. Ah, ich glaube, die reicht nicht. Jawohl, das passt. Schokolade natürlich. Alles klar. 2 gut gehäufte Löffel reinmachen. Passt? Ja, passt. Jawohl. Und den musst du dann einmal hier in die Kuhle einhängen mit dem. Okay? Ah, so. Okay, wunderbar. Hier oben einmal auf Start. Ah, ist deutlich angenehmer als bei uns. Wir müssen auch selber schicken. Nein. Genau, dann gerade abnehmen. Stell dir das dann runter. Perfekt. Jawohl. Und einmal rein damit. Passt der perfekt? Nee, ja, ich glaube, das ist ein bisschen mehr jetzt, ja. Den mal genieße ich doch gleich mal. Oder ohne? Ach, ich nehme doch gleich ohne. Wie läuft sowas jetzt eigentlich ab? Da kommt ein Gast ins Studio und sagt, ich habe Rückenprobleme oder wie oder ich kann ich mir das vorstellen? Oder ich habe Knie. Genau, ich habe Knie. Oder, ja, ich will ist abnehmen. Das der Standardspruch? Ja, schon, ja, auf jeden Fall. Ja. Das sind die Klassiker. Ich hab eine Verletzung oder ich will dann abnehmen oder Muskelaufbau trainieren, okay. Ganz klar. Und dann kommst du praktisch ins Geschäft und dann so geht es dann los Richtung Trainingsplan. Ja. Was mir erstmal wichtig ist, ist, wir machen ein Anamnesegespräch. Also wir gehen erstmal gar nicht auf die Trainingsfläche, sondern wir reden erstmal miteinander.
Weil ich finde, ich habe gemerkt, je mehr Trainertermine ich mache, umso mehr steckt da so eine Motivation hinter jedem Ziel. Mhm. Ne, jeder sagt, er will abnehmen, aber warum willst du abnehmen? In drei Monaten habe ich vielleicht Hochzeit, will mein Hochzeitskleid passen. Und dann macht es einfach Sinn, ihn da, die Person dann da auch zu packen. Okay. Ne, und dadurch ist die Motivation viel größer, als wenn ich sage, okay, du willst abnehmen, hier ist das Gerät A oder B. Aber wie ist es auch für dich so als Trainer? Freust du dich dann auch, wenn du, keine Ahnung, du begleitest jetzt so einen Kunden mal über ein paar Wochen, freut dich das dann auch, wenn du da einen richtigen Effekt siehst oder wenn der dann auch Fortschritte hat? Das ist wahrscheinlich für dich auch cool, oder? Also gerade jetzt zum Beispiel mit dieser Körperfettanalyse, wenn da dann gute Ergebnisse nach ein, zwei Monaten rauskommen, ist das Gold wert. Oder wenn sie dann ins, zum Beispiel ins Hochzeitskleid passen, dann bist du der Trainer, der die Person ins Hochzeitskleid gepackt hat. Oder das erste Klimmzug mit deiner Hilfe, der erste Klimmzug mit deiner Hilfe, da wird er den Trainer niemals vergessen. Ja. Und das ist eine Riesenmotivation, macht mich auch super froh, wenn es dann so klappt. Dann schauen wir mal, ob wir jemanden finden, wo vielleicht wir ein paar Tipps geben können. Ah, da ist schon jemand, oder? Da sitzt doch jemand. Ja, der sieht ein bisschen hilfsbedürftig aus. Der trainiert mehr Fußball als Fitness wahrscheinlich, ja. Können wir da ein bisschen helfen? So ein kleiner Tipp von mir wäre mal, die Schultern unten zu lassen. Eigentlich bin ich wunschlos glücklich. Man muss natürlich immer warten, bis die Leute fertig sind im Training. Und dann kann man die Tipps geben. Also wenn du willst, kannst du gerne mal die Schultern unten lassen. Gerne ausatmen, wenn du nach vorne drückst. Und schön langsam einatmen und ablassen. Blick nach vorne, Kopf anlehnen. Jawohl, sauber. Oh, das sieht schon deutlich besser aus jetzt. Ja. Schön sauber. Ja, da können wir auf jeden Fall noch ein bisschen erhöhen. Jetzt haben wir, glaube ich, mal ein gutes Arbeitsgewicht. Jawohl. Sehr gut. Macht das eigentlich einen großen Unterschied, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Bankdrücken frei mache oder ob ich es geführt mache? Ja, auf jeden Fall. Das Gerät ist schon mal schlecht, weil es unabhängig voneinander läuft. Ne? Also es kann nicht der rechte Arm, wenn du Rechtshänder bist, mit dem linken Arm zusammendrücken. Also der linke Arm kannst du nicht auf dem rechten Arm ausruhen. Für Anfänger macht es Sinn, hier anzufangen, grob Muskulatur aufzubauen, sich mal wohlzufühlen. Macht es mir Spaß überhaupt? Aber dann, auf lange Sicht, ist es auf jeden Fall sinnvoller, Liegestütz zu machen oder freies Bankdrücken, die freien Geräte. 100%. Ne? Also ich kann auch nur aus eigener Erfahrung sprechen. Wenn ich nur im Fußballbereich bin, okay, da kenne ich mich aus, aber auch das wird ja immer athletischer. Da war ich anfangs in dem Fitnessstudio auch erstmal ein bisschen überfordert und dachte mir, oh, Geräte lasse ich lieber erstmal weg, weil ich mir immer so dachte, ah, vielleicht tue ich mir irgendwo weh. Ja. Und deswegen finde ich sowas immer ganz hilfreich, wenn man da nochmal so ein bisschen hört, ah, okay, wie läuft das, weil man beobachtet ja auch und dann, die eine Ausführung ist ja, Beobachtet auch viel Blödsinn. Ja, genau. Muss man auch ehrlich sein und sagen, hey, vielleicht machst du lieber nochmal einen Monat eher was Geführtes oder eher vielleicht einen Seilzug, bevor du zur Kurzhantel gehst, weil da sehe ich die Verletzungsgefahr einfach zu hoch noch. Okay. Und es bringt mir nichts, ein guter Trainer zu sein, zu sagen, jeder meiner Kunden macht freies Training, verletzt sich dabei aber, wenn er alleine trainiert oder sie alleine trainiert. Ja. Das bringt halt einfach nichts. Ja, genau. Sehr cool. Gut. Genau. Lass sie mich weiter trainieren. Ja, genau, viel Spaß, gell? Ja. Ja. Dann bitte im nächsten Durchgang auch mal ein bisschen Gewichte nehmen. Gut, dann haben wir hier unsere Trainerbox. Wo wir Trainingspläne schreiben können. Setz dich mal hier auf die Seite. Oh ja. Der PC gehört mir. Am Anfang ist natürlich ganz wichtig, was für ein Gerät wir trainieren, was für eine Muskelgruppe. Das heißt, es kommt am Anfang hin, welche Muskelgruppe wir trainieren, danach Sätze und Wiederholung. Sagt ihr das was? Ja, doch, das kenne ich vom Flo, von unserem Athletiktrainer ganz gut. Also da gibt er uns natürlich auch Pläne mit und gibt uns Anweisungen, so und so viele Sätze, Pause etc. Also das sagt mir jetzt tatsächlich ein bisschen was. Dann die Intensität, also wie viel Gewicht nehmen wir und dann, was du schon gesagt hast, die Satzpause. Gerade wenn man dann intensives Krafttraining macht, ist es sehr wichtig, die Pause richtig zu halten. Erfahrungsgemäß machen die Leute eher zu viel Pause, holen das Handy raus und spielen ein bisschen dabei. Aber gerade wenn es Krafttraining geht, ist es ganz wichtig, dass man die Pausenzeit einhält. Zeilen haben wir hier, das heißt, wir können bis zu 12 Übungen aufschreiben, die die Leute dann machen können. Und wie gesagt, manche Leute sind dann wirklich super froh, wenn sie was in der Hand haben. Ja. Und wissen, okay, ich fange damit an, gehe da weiter und weiter. Also du machst da jetzt nicht so einen Standardplan, sagst, okay, heute kommt schon wieder ein neuer Kunde, jetzt fange ich mit Bankdrücken an oder so kann ich mir das nicht vorstellen. Oder? Sondern also es ist auf jeden Fall kein Copy-Paste-Plan. Okay. Ist immer sehr individuell. Ich habe ja vorhin erzählt mit diesem Anamnese-Gespräch, dass ich sehr gerne mit den Kunden erstmal zusammensetze mit den Mitgliedern und dann rausfinde, was ist das Ziel, was können wir trainieren und dementsprechend werden dann die Übungen rausgesucht. Das ist wirklich super individuell. So generelle Regeln gelten immer. Zum Beispiel, man fängt mit großen Muskeln an, geht zum kleinen Muskeln. Okay. Das ist ein Vorteil, wenn ich sage, okay, heute mache ich nur Beine und morgen mache ich Oberkörper oder macht es eigentlich keinen großen Unterschied, wenn ich einfach ein Ganzkörpertraining mache? Wenn ich weniger komme, mehr Sinn, Ganzkörperplan zu machen. Okay. Und wenn ich öfters kommen kann, damit trotzdem der Unterkörper Pause bekommt, einen Tag danach, macht es dann einfach Sinn, so aufzusplitten. Dass du einen Tag Unterkörper trainierst,
am anderen Tag Oberkörper. Und während du Oberkörper trainierst, kann ja der Unterkörper dann Pause machen. Ah, okay. Und so hat man trotzdem immer Pause zwischendrin, damit dann schön die Muskeln wachsen können, schön generieren, regenerieren können. Das macht einfach Sinn. Und das findet man halt bei einem Anamnesegespräch raus. Es bringt gar nichts, wenn ich alles vorschreibe. Ja, klar. Das könnte manchmal passen, aber wenn derjenige dann sagt, ich will ein Splitband haben, kann ich wieder zerreißen, ganz wegschmeißen. Das bringt einfach nichts. Ah, stimmt, und das macht Sinn. Ist auch nicht mein Anspruch. Ja. Ganz einfach. Was ist denn das jetzt? Bekomme ich da jetzt eine Pizza wie ein Babiano, wenn das Ding hier geht? Das wäre ein super guter Service. Da haben wir diesen Trainer-Points. Das heißt, wenn die Leute fragen, dann können sie auch gucken. Wir gucken mal. Ach Quatsch, das ist ja cool. Das ging ja schnell, das ging ja schnell. Servus, hallo. Ja, brauchst du Hilfe? Tatsächlich brauche ich keine Hilfe. Ich wollte nur schauen, wie schnell ihr hier seid und ich bin begeistert. Das war ja, waren ja keine zwei Sekunden. Noch jemand. Super, okay. Wenn das kein Service war, jetzt kommt gleich ein zweiter Trainer. Oh ja, das sieht schon ganz gut aus. Aber versuch mal noch, wenn du oben bist mit der Schulter, noch so ein bisschen einzudrehen, dann aktivierst du noch die vordere Schulter. Ja, genau, besser. Ja, merkst du gleich, wie es anstrengender wird? Hey Marco, was hey, geht? Alles klar? Alles klar? Hi. Super. Hast du Bock? Ja, ich hab richtig Bock. Du hast dich schon ins Outfit gebracht. Aber was hab ich denn da jetzt alles Schönes? Hey, was machen wir jetzt? Super Mikrofon, drin geht jetzt gleich richtig heiß her. Power Dumbbell Hit heißt Hypertrophie-Training mit Cardio-Pausen heißt, wir sind eine Dreiviertelstunde voll in Bewegung, schwitzen alles raus, sehr was geil. Geht. Freu ich mich hast doch. Du Bock? Hab richtig Bock. Also auf geht's, komm mit rein. So, freut mich, dass ihr alle hier seid. Ich habe jetzt das Vergnügen, mal ein bisschen mit euch zu trainieren. Würde ich sagen, dann fangen wir mit den Front Squats an, oder? Jawohl, dann fangen wir mit den Front Squats an. Sehr gut. Timer stell ich. 3, 2, 1. Oh, und let's go. Tief, tief, hoch, hoch. Jawohl. Ausatmen, einatmen. Ja, schleusig ein bisschen tiefer. Ja. Ja, yeah. Hör mal. Das sind die Arme. Aufnehmen. Runde Nummer 2. Hör mal. Auf geht's. Tief. Hoch. Tief. Ja! Tempo, Tempo! Hopp, hopp! Abliegen! Hopp, hopp! Einsteigen, wenn ihr soweit seid! So, als nächstes machen wir Ausfallschritte. Aufnehmen. Die Füße richtig hoch. Saugeil, saugeil. Hat mich gefreut. Ja, komm doch mal dazu. Super Kurs. Siehst du Potenzial, dass ich auch Trainer werden kann, vielleicht nach der ja, Karriere? Doch, durchaus. Vor allem das Mikrofon hat mir super gefallen an dir, wie du die Leute animiert hast. Ein Traum. War schon mal eine andere Seite, auch eine neue Erfahrung, aber ich muss sagen, es hat echt Spaß gemacht. Also ja, könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen. Hat die Leute gesehen. Haben gut mitgezogen, bei dir, ja, hat mir auch gut gefallen. Ja, gute Ausführung, also, hab drauf geachtet, auf das, was du mir vorhin mitgegeben hast. Hunger habe ich. Ah. Hinten sehe ich doch schon was. Jetzt ein Salat. Wow, wow. Ah, Marco. Schleusi. Marco, kannst du mir so einen Salat machen? Die sehen super aus. Welchen hättest du denn gern? Ich hätte gerne den mit Hähnchenbrust, bitte. Sehr gerne, das wäre sofort. Super. Dankeschön. Wow. Das ging ja richtig schnell. Ja. Ein Traum. Bitteschön. Wow. Lass es dir schmecken, ja? Lass dich aber nicht lumpen lassen. Nein, ne? Ich habe mir richtig Mühe gegeben, da steckt mein Herzblut drin. Das sieht super aus. Schmeckt, kann man ihnen noch was Gutes tun, Herr Schleusener? Weltklasse. Ich habe auch richtig schön Brot geschnitten. Hm? Ich gehe mal die Treppen. So, Marco, wir machen jetzt Eiskugeln, 3 Stück. Und dann kommen danach Düfte drauf. Die müssen wir sehr eng machen, sehr hart. Sieht sehr das so cool aus?
Ja? Ich schmeiß mal jetzt hin. Oh ja. Ist mal von der anderen Seite dabei. Ja. Sonst sitze ich immer drin, wenn du einen Aufguss machst. Was ist denn der Vorteil dran, wenn wir so Kugeln haben, anstatt wenn du jetzt normal mit der Kelle Wasser drüber gehst? Mit dem Eis wird das Ganze wärmer. Durch Eis, ja. Wie Wasser. Und dann einfach hier so rein? Ja, genau, das kannst du oben drauf machen. Genau, so oben drauf. So. Heben, genau, spritzt du oben drauf. Wunderbar. Ein Schau bisschen rummachen. Orange. Fertig. Und als letztes ist Grapefruit. Grapefruit. Oh, das riecht schon gut. Ja. Zack. Stellen wir die gleich da rein? Ja, das machen wir schon mal hier hin. So, herzlich willkommen zum Eisaufguss. Ich habe heute einen Assistent mitgebracht, unseren neuen Saunameister, der Marco. Der hilft mir heute. Hallo erstmal. Wir haben drei Düfte mitgebracht. Als erstes haben wir Orange. Jawohl, sehr gut. Dann haben wir Grapefruit. Jawohl. Und zum Abschluss machen wir dann noch einen Zitronenaufguss. Jawohl, wunderbar. Also wir fangen jetzt an, wir gießen erstmal Wasser drauf. Viel Spaß. Wow. Na Schleusi, wie hat es dir gefallen, mich als Saunameister mal zu erleben? Wirklich gut, hat mir gefallen. Und die Düfte, die du ausgewählt hast. War gut, oder? Einwandfrei. Ja, hat auch Spaß gemacht. Wie war's für dich? Mega, einfach auch mal hinter die Kulissen zu gucken, also mal ein bisschen den Saunameister zu imitieren. Ich hatte einen tollen Lehrer dabei. Nee, hat echt Spaß gemacht. Aber man kommt auch ganz schön gut ins Schwitzen, obwohl man immer noch ein T-Shirt hat. Ich auch. Hast alles gegeben und war super. Sehr gut. Das ist wirklich viel schöner als Training. So, ihr beiden, habt ihr das geschafft? Wie war's denn? Anstrengender als gedacht, wenn ich ehrlich bin. Aber hat mega Spaß gemacht, mal so hinter die Kulissen zu gucken. Cool. Jetzt gerade für mich als Saunameister, als Kursleiter. Ja. Da war heute echt alles dabei. Wahnsinn. Ich habe auch schon Rückmeldungen gehabt von meinen Bereichsleitern. Die haben gesagt, du hast dich, also egal in welchem Bereich, ja, du bist einfach wie auch auf dem Spielfeld, du bist einfach ein Allrounder. Man kann dich überall bringen. Ja, ist super. Also wie gesagt, wenn du irgendwann mal, bist zwar noch jung, aber wenn du irgendwann mal Karriereende hast, dann ruf mich auf jeden Fall an, dann kommst du vorbei. Dann müssen wir auf jeden Fall Kontakte noch austauschen. Wir haben auf jeden Fall einen Platz für dich. Ja, das würde mich auf jeden Fall freuen. Schleusi, wie war es denn für dich? Du hast jetzt heute mal alles genießen können, hast dich sogar von deinem Mannschaftskameraden noch bedienen lassen können mit einem Salat. Wie hat es dir denn gefallen bei uns? Super, super. Ich glaube, war eine schöne Sache zu sehen, wie Marco da hinter die Kulissen zaubern durfte. Ich aus Sicht des Mitglieds sozusagen durfte auch alles mitmachen, trainieren im Wellnessbereich, draußen am See wurde mir das Essen perfekt serviert. Also für mich war es ein richtig schöner Tag, hab's mir gut gehen lassen. Und hier kann man sich auch gut gehen lassen. Wunderbar, super. Also wie gesagt, wir habt ihr hoffentlich gemerkt, wir hier im Pfitzenmeier Karlsruhe, wir sind echte Fans von euch, wir sind echte Fans vom KSC. Ja, und wir hoffen, dass spätestens nach dem heutigen Tag ihr natürlich auch Fans von uns hier bei Pfitzenmeier seid. Auf jeden Fall, hat riesen Spaß gemacht. Super, wunderbar. Also dann wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Erfolg. Dankeschön. Für das nächste Spiel. Und dann sehen wir uns demnächst. Sehen wir uns bald auf der Trainingsfläche. Ciao Jungs. Wir gehen nochmal trainieren.